Also zusammen, jetzt geht es um einen Chip, den man ganz unterschiedlich spielen kann. Die meisten nutzen allerdings immer den schwierigeren bzw. auch den gefährlicheren Chip. Also wir sehen jetzt hier, die Fahne ist ungefähr 10 Meter weg, gute 10 Meter weg von uns. Die Relation Flug-Roll im ersten Blick ist viel, viel mehr Flug als Roll. Viele fangen hier schon bei, ich habe jetzt hier meinen Lobwedge und meinen Sandwich, ich nehme jetzt auf jeden Fall mal meinen Lobwedge, weil das natürlich viel mehr Loft hat. Viele fangen hier schon an, ihn mit den Handgelenken zu zwirbeln, ihn extrem hoch zu spielen, dass er tot runterfällt wie ein Stein. Wenn man das jetzt schon hört, einfach mit dieser Planung von diesem Schlag, dass der schnell nach oben geht und runterfällt, letztendlich ist es einfach ein mega schwieriger und auch komplizierter Schlag mit Handgelenken und Co. Also, ich zeige euch jetzt mal zwei verschiedene Methoden, diesen Schlag zu spielen, wo man dann sich selber entscheiden kann, okay, gut, welcher ist für mich jetzt besser? Letztendlich muss man sich mit dem Chip auch immer wohlfühlen. Also, wenn ich diesen Schlag jetzt einfach ein bisschen mehr fliegen lassen möchte als Rollen, haben wir ja schon in meinen anderen Chip-Videos gesehen, mehr Flug als Roll heißt immer die Ballposition weiter vorne. Für uns Rechtshänder weiter links, für die Linkshänder weiter rechts. Ganz einfach aus dem Grund, je weiter vorne der Ball liegt, desto mehr Loft habe ich auch auf dem Schläger. Die Basic, dass ich nach links mich lehne, beziehungsweise meinen Schwerpunkt vor dem Ball platziere, das bleibt immer gleich. So, jetzt drehe ich mal meinen Schläger noch ein bisschen auf, weil ich brauche wirklich viel Loft. Sonst versuche ich ihn jetzt relativ weit ins Grün rein zu chippen. So, es ist mir jetzt ganz gut gelungen. Letztendlich müsste ich ihn fast noch ein bisschen weicher spielen. Er ist jetzt so 1,5 Meter zu lang. Aber wenn ich so ein bisschen Muffelsausen habe, wenn ich jetzt weiß, der Chip, der muss jetzt wirklich passen. Ich muss ihn eigentlich mehr so spielen, dass es sich gut anfühlt. Dann weiß ich nicht, ob das wirklich der passende Schlag dafür ist. Letztendlich kann ich mich aber auch dafür entscheiden, diesen Schlag flach zu spielen. Und der flache Schlag ist immer der leichtere. Indem ich sage, okay, ich lasse ihn einfach wirklich nur ganz, ganz kurz fliegen und den Rest rollen. Ballposition ist jetzt mehr rechts und ich versuche ihn nur 2-3 Meter nach vorne zu chippen und den Rest rollen zu lassen. So, jetzt ist sogar der Ball noch ein ganz klein bisschen versprungen. Aber letztendlich, das Ergebnis nehme ich mit Handkuss und der Schlag war um einiges leichter als dieser Loftschlag, auch wenn es immer noch ein Chip war, aber es ist immer noch ein schwierigeren Schlag, den Ball mehr fliegen zu lassen als rollen zu lassen. Diesen Ansatz, so zu denken, das könnt ihr immer machen. Ihr könnt es auch immer mal probieren, wenn ihr sogar einen Hang habt, wenn die Fahne kurz steht, ihn vom rechten Fuß einfach in diesen Hang rein zu chippen, den hochploppen zu lassen. Die meisten sehen immer den hohen Schlag und der hohe Schlag ist immer schwieriger. Wenn man natürlich sagt, ich kann den wirklich am allerbesten, dann sage ich Attacke Pinguin, nehmt euren Schlag und spielt ihn hoch. Aber wenn ihr sagt, nee, ich habe ein bisschen Muffelsausen, dann spielt ihn vom rechten Fuß und macht ihn flach. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Also, ich hoffe, ich konnte euch jetzt mit diesem Tipp ein bisschen weiterhelfen. Ich freue mich natürlich über jegliches Feedback von euch auf Instagram und auch auf YouTube. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und viel Erfolg beim Üben und auf dem Platz. Bis dann, ciao!